2016 hat Rob Bubble ein Video mit dem Titel YouTube, was stimmt mit euch nicht gemacht. Schon da ging es darum, wie YouTube jede Menge unnötige Community- oder Copyright-Strikes verteilt. Jetzt sind ja 2 Jahre vergangen und das Video und Videos, die ähnliche Kritikpunkte hatten, haben schon mehrere Millionen Klicks. Da hat YouTube doch bestimmt auf die Community gehört und hat aufgehört, jede Menge unnötige Strikes zu verteilen. Nope. Der Wetterbericht kündigt an, dass der YouTube-Kritikhagel erst nach folgendem Statement kommt. YouTube, eigentlich liebe ich dich. Du hast mir so viel in meinem Leben ermöglicht. Ich kann in Kombination mit meinem Online-Shop YouTube Vollzeit machen. Ich war schon auf so vielen Events und habe schon so viele coole Menschen nur aufgrund von YouTube kennengelernt. Ich habe ja schon vor ein paar Monaten ein Video zu dem Thema gemacht, in welchem ich noch sehr optimistisch bin und überzeugt davon war, dass kein Drogenkanal gelöscht werden wird. Ich lag ziemlich falsch. YouTube ist im Strike-Wahn und verteilt mehr Strikes als die GDL. Und entgegen meiner Erwartungen wurden dadurch schon etliche Kanäle gelöscht. Der Head of YouTube Business Robert Kinsel meinte in einem Interview bei Casey Neistat neulich, dass Free Speech bei YouTube heute wichtiger als je zuvor ist. Freedom of speech, as important as ever. Freedom of information, accessing it. Das ist aber nicht der Fall. Wenn diese Zensur so weitergeht, kann sich YouTube bald umbenennen in Diktator-Tube. Nicht nur Drogenkanäle sind vermehrt betroffen, aber auch Waffenkanäle. Andere Arten von Channels sind aber teilweise auch betroffen. Letztens habe ich ja bereits erzählt, dass das erste Video meines neu gegründeten Crypto-Channels einfach so einen Strike bekommen hat, obwohl ich in dem Video nur kurz den Kanal vorstelle. Letztens habe ich mich mit einem Typen ausgetauscht, der einen Kanal hatte, bei dem er unter anderem Obdachlosen hilft. Dieser Kanal wurde gesperrt, unter anderem wegen angeblichen pornografischen Inhalten, weil er ein Video hatte, in welchem Enten Sex hatten. Enten Sex Videos gibt es aber nach wie vor irre viele auf YouTube, ohne dass sie gestrikt wurden. Fast weird, wie viele Enten-Sex-Videos es gibt. Ich wusste nicht, dass das ein eigenes Genre ist. Was sind eure Lieblings-Enten-Sex-Channels? Schreibt es in die Kommentare. Weil ich nicht gestrikt werden will, blende ich jetzt keine Enten-Sex-Videos ein, aber wie die Sex haben, ist echt strange. Und auch interessant und bildend, weshalb die Videos nicht gelöscht werden sollten. Das Ganze wäre nur halb so schlimm, wenn für alle die gleichen Regeln gelten würden und wenn die Umsetzung der Regeln nicht völlig willkürlich und ungerecht wäre. Einer der für mich schockierendsten Löschungen der letzten Zeit war die Löschung des Kanals Der Hanfmann. Das war ein YouTuber, der hat ausschließlich Videos über CBD gemacht. CBD, eine Substanz, die von der World Health Organization als völlig unbedenklich eingestuft wurde. Das ist, als würde YouTube einen Kanal über grünen Tee löschen. Der Drogenkanal Velcro mit ca. 50.000 Abonnenten wurde letzte Woche gelöscht. Der Cannabis-Kanal von Stürmer mit ca. 50.000 Abonnenten wurde letzte Woche ebenfalls gelöscht. Aber auch größere Kanäle wie der Cannabis-Kanal Groovy Mac, welcher bereits mehr als 300.000 Abonnenten hatte, wurde letztens gelöscht. Das, obwohl es etliche andere Kanäle gibt, die genau das gleiche machen wie die eben gelöschten Kanäle. Es gibt etliche Videos auf YouTube, in denen Leute exzessiv Alkohol runterkippen, die nicht mal eine Altersbeschränkung haben, aber dann werden Kanäle, in denen vernünftige Dosen von Cannabis oder anderen Drogen konsumiert werden, gestrikt oder gelöscht. Wenn man 3 Strikes hat, wird ja der YouTube-Kanal gelöscht. Was macht das System für einen Sinn, wenn YouTube alle 3 Strikes auf einmal verteilt? Wenn man erstmal nur einen Strike bekommen würde, könnte man ja versuchen, daraus zu lernen, entsprechende Videos auf Privatstellen oder gewisse Art von Videos in der Zukunft nicht mehr machen. Aber so wird der Kanal direkt gelöscht, ohne dass man eine Chance bekommt, sich zu bessern. Der Kanal ist weg und vor allem, wenn man nur ein paar tausend Abonnenten hat, kann man sich dagegen nicht wehren. Aber selbst wenn man die Strikes nicht alle auf einmal bekommt, ist es schwierig, aus den Strikes zu lernen. Wenn man Videos über Drogen, Waffen oder Sex macht, bewegt man sich immer in einer kritischen Zone,
sodass es schwer ist zu beurteilen, welches Video gegen die Richtlinien verstoßt und welches nicht. Ich will mich ja an die Richtlinien halten und würde sofort alle kritischen Videos auf privat stellen, wenn mir wer sagen würde, welche das sind. Aber YouTube weigert sich da. Man kann bei YouTube jedes Video, das mehr als 1000 Klicks hat, von einem Mitarbeiter überprüfen lassen, ob es werbefreundlich ist. Aber selbst bei Kanälen mit mehreren 100.000 Abonnenten wollen sie da einem bezüglich der Richtlinien nicht weiterhelfen. Warum kann der Mitarbeiter, der das Video auf Werbefreundlichkeit überprüft, nicht auch gleichzeitig prüfen, ob es gegen die Richtlinien verstößt? Alternativ könnte YouTube, was Drogen, Sex oder Waffencontent angeht, einfach deutlich klarere Richtlinien machen. Zum Beispiel eine Richtlinie, wenn eine deutliche Warnmeldung vor dem Video ist, dann bekommt es keinen Strike. Oder wenn es nur regulärer Konsum und kein Missbrauch ist, geht es klar. Oder wenn Danny Klose im Video vorkommt, kann nichts passieren. Oder wie wäre es, wenn man eine Funktion einführt, bei denen man ältere Videos noch mit mehr Warnungen ausstatten kann? Das Strike-System sollte dafür gemacht sein, um Leute zu löschen, die Richtlinien bewusst brechen oder einfach nicht aus ihren Fehlern lernen und nicht, um Leute zu bestrafen, die sich an die Regeln halten wollen. YouTube hat kürzlich 10.000 Leute eingestellt, die nur dafür zuständig sind, Content zu entfernen, welcher gegen die Richtlinien verstoßt. Ist doch klar, dass es dazu jede Menge unrechtmäßigen und unnötigen Löschungen kommt. Mehr als 99,9% aller YouTube-Videos verstoßen geschätzt nicht gegen die Richtlinien, aber wenn es der Job von jemandem ist, YouTube-Videos zu löschen, würde man sich doch so vorkommen, als würde man seinen Job nicht richtig machen, wenn man kaum Videos löscht. Ich weiß nicht, ob YouTube begreift, dass Drogen-Channels schon ein eigenes Genre auf YouTube sind, mit mehreren Millionen Abonnenten und tausenden Kanälen. Bei so einer großen Community wäre es doch vorteilhaft für YouTube, mit uns irgendwie einen Dialog zu starten. Alle gelöschten Kanäle sind übrigens wieder mit neuen Accounts auf YouTube aktiv. Man erreicht mit der ganzen Sache also nichts. Okay, nicht ganz. Ich habe seit der Strike-Apokalypse bei sämtlichen Videos die Videobeschreibung verändert und dort warne ich jetzt nochmal ausdrücklich vor dem Drogenkonsum und ich werde bei zukünftigen Videos nochmal mehr klarstellen, dass die Videos aufklärerische Zwecke haben, was ja an sich was Gutes ist. So ehrlich muss man schon sein und eingestehen, dass es das gebracht hat. Bei mir zumindest. Anhand der Tatsache, dass ich letzte Woche einen großen Teil meiner Videos runtergenommen hatte, konnte man erkennen, dass mein Kanal auch nur haarscharf einer Löschung entgangen ist. Einen Strike habe ich bekommen für ein Video, in welchem ich einfach nur ein wenig im Darknet surfe und die Webseiten beurteile. In dem Video waren keinerlei Anleitungen, wie man sich im Darknet Drogen kauft. Warum bekomme ich dafür einen Strike, während es Dutzende Videos ohne Altersbeschränkung oder Strike gibt, in denen genau erklärt wird, wie man sich im Darknet was bestellt? Da von YouTube meine berufliche Karriere abhängt, kann dieser Strike-Wahn psychisch sehr belastend sein. Jedes Mal, wenn mein Handy vibriert, befürchte ich, dass das die E-Mail zum nächsten Strike ist. Letzte Woche, als ich kurzzeitig mehrere Strikes hatte, habe ich davon geträumt, wie mein Kanal gelöscht wurde und bin dann panisch aufgewacht und habe gecheckt, ob der Kanal noch da ist. Danke an dieser Stelle an die YouTube-Mitarbeiter, die sich dazu entschieden haben, meine bisherigen Strikes zu entfernen. Folgt mir auf Twitter oder Instagram, damit ihr mitbekommt, falls mein Kanal doch mal gelöscht werden sollte. Und macht einen Bookmark zu openmind3000.de. Die Adresse leitet euch jetzt zu meinem YouTube-Channel weiter und wird euch zu meiner neuen Heimat weiterleiten, wenn der Kanal gelöscht wird. Ich hoffe, irgendjemand, der was bei YouTube zu sagen hat, sieht dieses Video und wird versuchen, was an der Lage zu bessern. Also teilt das Video, um die Chance zu erhöhen, dass es auch bei YouTube ankommt. Ihr könnt dieses Video auch runterladen und dann auf eurem Kanal hochladen. Ja, das war wieder nicht der letzte Teil der Bundestagsanalyse, welche ich eigentlich angekündigt hatte. Ich war die ganze Woche damit beschäftigt, alles in die Wege zu leiten, dass mein Kanal nicht gelöscht wird. Beschreibungen geändert, Videos runtergenommen, unterschiedlichen Kontakten geschrieben. Und auf Instagram meinten die meisten, dass ich eher ein Video zur YouTube-Situation machen soll. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind 3000 habt, sondern auch ein openmind3000.de, dann gebt das einmal die Woche in eure Adresszeile ein
um neue Videos von mir bestaunen zu können, weil auf die Abo-Box ist sowieso kein Verlass. Und Jörg Sprave vom Slingshot-Channel, wenn du das hier siehst, lass uns doch mal Kontakt aufnehmen. Wenn sich große Waffenkanäle und große Drogenkanäle verbinden, können wir vielleicht mehr erreichen. Drogen und Waffen sind eigentlich keine gute Kombo, aber let's do this.